Mein Name ist Sven Altenhofen. Ich bin der verantwortliche Direktor für den Bereich Design und Engineering bei der Syntax in Europa. Wir sind verantwortlich für das Managed Network Infrastructure sowie Data Center Infrastructure. Dazu kommen Public Cloud und Automatisierung. Die Syntax ist hervorgegangen aus der FIT, die ein Spin-off der Freudenberg war. Wir sind gerade in der Transformationsphase und werden zukünftig ein Unternehmen haben mit 1200 Mitarbeitern weltweit, davon ca. 500 in Europa beschäftigt. Und unser Fokus ist der ERP-Bereich. Wir bieten hier Hosting-Systeme an für unsere Kunden in der Public Cloud oder auch On-Prem in unseren Rechenzentren. Mein Name ist Ralf Richter, ich arbeite bei der Syntax seit 11 Jahren im Bereich Solution-Architektur und als Senior-Solution-Architekt für Network, Security und Voice-Lösungen. Für unsere Kunden, sei es Neukunden als auch Bestandskunden. Wir haben schon immer Cisco im Einsatz und hatten die Überlegung, wie wir global einfach in Standorten Netzwerk ausrollen können, wo teilweise auch keine IT-Abteilung vorhanden ist. Und da hat sich Meraki angeboten, durch diese vielen Automatismen, durch die Möglichkeiten, die man hat und auch vor allem die Aktualisierungen, die im Dashboard automatisch funktionieren, ohne dass Administratoren irgendwas tun müssen. Die Vorteile von Cisco Meraki lagen darin, dass viel automatisiert betrieben wird. In vielen Standorten gibt es kein IT-Personal bei uns, bei den Kunden. Man hat den Überblick über das Dashboard remote zu jedem Zeitpunkt und weiß, was der jeweilige Kollege vor Ort tut. Der Betrieb ist da, man sieht auch sofort, was geht nicht, beziehungsweise was geht warum nicht und wo das Problem hängt und kann dann wirklich direkt anleiten über die Dashboard-Lösungen. Die Herangehensweise ist bei Meraki halt einfach anders. Man konfiguriert serviceorientiert, man konfiguriert zentral über das Dashboard. Aber dieses klassische, man muss ans Gerät, man muss dort lokal konfigurieren und testen und dann ausliefern, ist halt ein ganz anderer Ansatz bei der Lösung mit dem Dashboard. Wir haben uns für Cisco entschieden, weil wir für die Erbringung unserer Services einen starken und zuverlässigen Partner brauchen, der die Erfahrungen am Markt hat und auch Innovationen bringt, die uns und unsere Services vorantreiben können.